Hallo, mein Name ist Mowgli und heute gibt's mal wieder einen Vlog. Oh yeah! Okay, also das Ding ist, ich nehme euch einfach mit auf meinen Tag. Ich weiß jetzt noch nicht, was alles passieren wird. Es wird ein Vlog, so wie es andere YouTuber auch machen. Ich kann sowas auch. Vlog! Wir starten mit einem Espresso. Sage! Stopp. Es gibt sogar eine Sache, wo ich sagen würde, es macht Sinn, dass ihr dieses Video angeklickt habt. Und zwar mein neues Streamingzimmer. Ich zeig's euch, also ich glaube, ich hab's noch gar nicht gezeigt. Die Leute aus dem Stream kennen es ein bisschen. Jetzt seht ihr es komplett. Streamingzimmer in 3, 2, 1. Alter, der Junge, das sieht auf Kamera noch cooler aus als in echt. Also, Freunde, ich habe mein Streamingzimmer umgerichtet an alle Leute, die immer meine Streams gucken. So sieht es in Wirklichkeit aus. Wir haben hier einmal so eine Holzwand, finde ich sehr, sehr geil. Neuer Tisch, wobei ich glaube, den kennt ihr schon. Mein Streaming-Setup halt, hier habe ich nochmal zusätzlich ein Licht. Da sind meine Bildschirme, Tastatur, die gute alte Paulaner-Spezi. Da warte ich bis heute noch auf Sponsoring. Ja, hier liegen ein paar Masken rum. Ja, ihr wisst ja, ich trage keine Masken. Eine neue Lampe, passend zu der ganzen Dschungeloptik. Und jetzt zum Highlight. Boom! Das ist eine, das sind keine echten Pflanzen, aber das ist so eine Dschungelpflanzenwand. Guckt euch mal bitte an, wie geil das aussieht. Also ich muss wirklich sagen, ich bin sehr zufrieden damit. Und dann ein LED-Schild. Ich mach's einmal ganz kurz an, Moment. Boom! Okay, warte, ihr seht jetzt gerade noch nicht so viel. Ich mache hier einmal kurz dunkel, dann seht ihr es besser. Okay, ich habe es jetzt einmal dunkel gemacht. Ich mache es nochmal an. Oh, das wird so cool aussehen. 3, 2, 1. Guckt euch das Ding an, Digga. Junge Gott, verdammt. Also man sieht jetzt die Pflanzenwand nicht mehr, aber Digga, wie cool sieht das hier bitte aus? Meine Fresse. Und das Geile ist, ich kann einfach die Farben umstellen. Bumm, rot, grün, blau. Wie ich möchte. Ich kann sogar einfach hier so ein Disco-Ding anmachen, dann blinkt es die ganze Zeit. Ich bin der Partysau. Also ich muss euch ehrlich sagen, Freunde, ich bin in meinem Streamingzimmer unfassbar glücklich. Ich frage mich nur, ob ich vielleicht noch hier in der Ecke was machen soll. Da steht jetzt gerade noch so ein bisschen Zeug rum, der Kratzbaum. Vielleicht soll ich in der Ecke nochmal was zusätzlich machen. Schreibt gerne irgendwie mal eure Vorschläge rein. Was könnte ich hier noch anstatt dem Kratzbaum halt in die Ecke knallen? Oh Mann, ist das ein cooler Vlog. An alle Leute, die keinen Bock auf meine Reisevideos haben, ich buche mir jetzt gleich einen Flug in neues Land. Wir fahren los. Komm in die Gruppe! Erste Mission des Tages. Wäsche zu Mama bringen. Es gibt ein Update. Ich weiß gar nicht, wie ich euch das erklären soll. Also ich bin jetzt gerade auf dem Weg zu meinem Folierer, okay? Es ist ein Unfall passiert im Prinzip. Also es war schlimm. Ist es schlimm? Doch, es ist schlimm. Ich weiß auch gar nicht so ganz, wie ich euch das jetzt hier erklären soll. Ich würde einfach sagen, ich nehme euch jetzt mit. Ihr guckt euch das Ganze selbst an und entscheidet halt dann, ob es... Also ich kann es nicht gut reden. Es ist komplett beschissen. Was soll der Scheiß hier eigentlich? Ich weiß auch jetzt gerade nicht, was ich sagen soll. Du bist mein Folierer. Für die Anzeige, die dann gleich reinscheffern wird, nochmal. Du bist der Typ von Setting Crew. Servus. Und also, ihr seid jetzt dafür verantwortlich, was hinter mir steht. Richtig. Das ist bodenlos. Du, weil, also, es passt zu dir. Weißt du, wir wollten dir nur einen Gefallen tun, Mann. Und du bist einfach nicht dankbar. Also, jetzt nochmal zur Aufklärung. Ich habe mein Bike zu dir gestellt. Es sollte foliert werden. Okay, wir haben Design geplant und so weiter. Und dann bist du irgendwie reingegrätscht und dann ist das hier passiert. Hell no, man. Digga. Vor allem, das Beste, Right Lane. Junge, das ist mein Motorrad, oder? Es ist dein Motorrad, ja. Ist das dumm, Digga. Ja, aber es ist einfach wunderschön geworden. Ich kann das alles irgendwie nicht glauben, Digga. Wir haben hier Stützräder. Oh, die musst du richtig schnell, dann kommt da Licht. Siehst du das? Wir haben hier so ein Einhorn. Ja. So eine Fahne. Digga, das ist Gott, verdammt, Gott. Right Lane, Digga, was zum Teufel? Hier,
fliegt sicher, mein kleiner Engel. Ganz wichtig. Nee, danke Jungs. Also vielen, vielen Dank nochmal für die gute Arbeit. Danke dir auch. Dann fahre ich, ne? Fahr ich jetzt los mit meinem Schätzchen. Ich würde sagen, du fährst los mit deinem Schätzchen, ja? Es ist aber jetzt wirklich, es ist mein Motorrad, oder? Ihr habt jetzt nicht ein anderes, es ist meins. Es ist deins. Damit du auch nicht immer so viel Angst haben musst, wenn es mal schlechtes Wetter wird, haben wir für dich dann auch die Unterstützung. Richtig. Alter Junge, ist das dumm, Digga. Aber komm, das fühlt sich geil an. Jetzt mal no joke. Ja, das ist weich. Schon geil, ist ein weicher Sitz, ja. Merkst du, dass wir nicht auf die Details achtet? Ja. Finde ich schon sehr frech. Was meinst du? Ja. Goji on board. Ist praktisch, wenn du geblitzt wirst von hinten. Vielleicht gefährlich. Das ist so dumm, Digga. Sieht schon echt attraktiv aus. Sehr, sehr attraktiv, ja. Das ist das, was ich vorhin meinte. Ganz kurz Review vom Bike. Wir haben Augenbrauen, Stützräder, ein Einhorn, wunderschön weicher Sitz. Dann haben wir hier nochmal diese Einhornflagge. Ja, und alles in allem muss ich wirklich sagen, ja. Volles Video gibt es auf seinem Kanal, wie er mich bringt. Also ich finde die Folienauswahl wirklich toll.